Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Easy German mit Benjamin. Wir sind heute bei Lektion 8, der bestimmte und unbestimmte Artikel. Der bestimmte Artikel auf Englisch the und der unbestimmte Artikel auf Englisch e. Und auf Deutsch haben wir drei Optionen. Wir haben maskulin, feminin und neutral. Maskulin ist der, feminin ist die und neutral ist das. Und für den unbestimmten Artikel haben wir maskulin ein, feminin eine und neutral ein. Okay, to be honest, articles are one of the things in German language that really suck. Yeah, so it's just that there is no system. Yeah, you cannot know if you see an object, which article does the object go with. So all nouns have articles, just like in English. Yeah, but in German you have three options. And if door, for example, or table, yeah, or glass is male, female, or neutral, you can't tell. There are one or two things where you can, one or two rules that make a lot of sense knowing them, and the rest is just something you have to learn it by heart. Yeah? So I strongly recommend you from now on, if you learn nouns, learn them together with the article, always. It will make your life so much easier later on in your progress or in your process of learning German. Okay. And to make it easier, I chose three colors. Yeah, because it's easier for the brain or for yourself to memorize if there is a color involved. Also, der maskulin ist blau. Die feminin ist rot und das neutral ist grün. Also gucken wir uns ein paar Beispiele an von Nomen und den Artikeln. Okay, und hier haben wir jetzt ein paar Nomen. Wir lesen die Nomen. And the idea is, I will always give you a couple of seconds so you can read the words yourself and then I will say it. So if I point at it, you try to read it, speak it out loud, and then I will read it and then you can check if your reading skills have improved, yeah, if they are good or if you still need to work on them. Okay, starten wir. Was ist das? Teppich. Stuhl. Herd. Schrank. Vorhang. Tisch, Kühlschrank, Uhr. Yeah, remember, like an R at the end is spoken more like an A, so it's Uhr. Because Uhr, it's really tough to speak, huh? Okay, Uhr. Badewanne. Tür. Lampe.
Waschmaschine. Mikrowelle. If I'm too quick, yeah, you can also pause, huh? Spülmaschine. Dusche. Küche. And the last ones. Fenster. Sofa. Bett. Bild. Ja, remember, a D at the end is spoken like a T. Bild. Wohnzimmer. Ja, ER at the end, like an A. Ja? Wohnzimmer. Schlafzimmer. Kinderzimmer. Bad. Okay. So now you can take a guess. Which one of these ones are maskulin, feminin oder neutral? Was ist hier? Ist das maskulin, feminin oder neutral? Das ist maskulin. Ja, also der oder der unbestimmte Artikel ein. Und das hier, feminin oder neutral? Whoever said feminine, correct. Also die oder eine. Und dann bleibt noch neutral, also das oder ein. And one rule, which I will give you right now, it's probably the best one when it comes to articles, is that if the noun ends in E, yeah, like here or here, 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 and here. As you can see, they don't have to end in E, but if they do, like 59% are female. Not all the nouns that end in E. Yeah, but 59% of them are female. Okay, dann machen wir jetzt noch eine kleine Übung. Yeah, now we're gonna make a small exercise. So, weiter geht's. Das ist, ja, hier brauchen wir den unbestimmten Artikel und hier brauchen wir den bestimmten Artikel. Also, das ist ein oder eine. Ja, es ist die Lampe, also eine. Das ist eine Lampe. This is a lamp. Und hier brauchen wir den bestimmten Artikel. Ja, die Lampe ist neu.
Neu is new. But don't worry about the adjectives. At the end, we will take a look at a couple of important adjectives that I would like you to learn in this lesson. Dann, das ist Sofa-Artikel, der, die, das. Das Sofa. Also, das ist ein Sofa. Das Sofa ist bequem. Comfortable. Dann Stuhl, der, die, das. Der Stuhl. Also, das ist ein Stuhl. Und der Stuhl ist teuer. Expensive. Ja, remember, E und U ist oi, ja? Teuer. So, this is oi and this is a, ja? Teuer. Tür, Artikel, der, die, das. Die Tür. Also, das ist eine Tür und die Tür ist groß, big. Ja. Und noch ein Satz. Das ist Tisch, Artikel. Der Tisch, also das ist ein Tisch. Und der, Scheiße, Tisch vergessen. Ja, der Tisch ist praktisch. Praktisch ist practical. Okay, dann lernen wir jetzt noch den Negativartikel. Ja, we already had it. Ja, if you remember, it's kein. Ja? It's basically, it works the same way as the undefined article. Ein oder kein. Eine, keine. But we will make a couple of examples. Ja? Wir machen jetzt ein paar Beispiele mit dem Negativartikel. So, hier haben wir den Negativartikel. Ja? Negativ. Artikel. Das ist wie der unbestimmte Artikel, also kein, keine, kein. Der unbestimmte Artikel ist ein, eine, ein. Ja? Maskulin, feminin, neutral. Dann haben wir hier ein paar Fragen. Ja? Frage: Ist das Artikel Tisch? Der, die, das, ja, der Tisch, ja, also ist das ein Tisch, ja. And notice, this is a yes-no question, it starts with the verb, ja. Ist das ein Tisch, hier, ist das ein Tisch? Nein, das ist kein Tisch. Das ist ein Stift. Ja, ist auch der Stift. Und hier zweite Frage. Ist das, Punkt, 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 Lampe. Lampe ist feminin. Ja? We recognize it by the E at the end. Ist das eine Lampe, nochmal, ist das eine Lampe? Nein, das ist keine Lampe.
Das ist Artikel Buch, der, die, das. Das Buch, das ist ein Buch. Und ist beautiful picture. The daughter of one of my students painted it. So if you're watching, greetings to Dura and her family. Also, ist das ein Bild? Shit, now I said it. So, ist das Bild? Artikel Bild. Das Bild, also ist das ein Bild? Antwort: Ja, das ist ein Bild. Okay. So now there's actually just one tiny thing and then we are done for today. And this is the adjectives. Yeah, I would like to give you some adjectives in combination with this vocabulary from today, which, as you might know, or as you might already have noticed, is for everything that you have in the house. This is basically the topic for today, like what you have in your living room, in your kitchen, like electronical stuff or furniture. Okay, so now I'm going to give you some articles and then we are basically done for today. So, und am Ende noch ein paar Adjektive und das Gegenteil. Wir haben alt, old und das Gegenteil neu. Wir haben groß, groß und das Gegenteil ist klein. Wir haben leicht, light und das Gegenteil ist schwer. Gut und schlecht. Schön, beautiful, hässlich, ugly. Teuer, expensive und das Gegenteil ist billig, cheap. Bequem, unbequem. Ja, comfortable, uncomfortable. Modern und altmodisch. Praktisch, unpraktisch und sauber, clean und das Gegenteil dreckig oder schmutzig. Ja, which is dirty. Okay, so I would like you to learn these adjectives. Yeah? And yeah, that's basically it for today. So, yeah, I hope you enjoyed it. I wish you a great week and bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und vielen Dank.